Die anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Und damit auch herzlich willkommen bei Let's Play Tomb Raider, hier in der Rolle von Lara, auf der Suche nach unserer Crew. Wir sind gestern, warum sage ich überhaupt gestern, in der letzten Folge, von diesem Wasserfall runtergekommen. Mann. Das war nichts für schwache Nerven. Und jetzt geht's wohl weiter. Doch wohin geht der Weg? Wo lang muss ich vor allem? Das ist diese entscheidende Frage. Hier ist eine Lücke. Und ihr wisst ja, Lara kann es. Die hübsche, schlanke, 21-Jährige. Oh Mann, ich sehe wieder Schlechtes auf uns kommen. Geschafft. Wo sind sie jetzt? Alter. Strand mit Schiffswrack. Heiliger Bimbam, wie sieht das denn bitte aus? Hui. Ich werde hier erstmal alles natürlich hier transferieren. Da habe ich nämlich was Schönes gesehen. Ich bin zwar kein Schatzjäger, aber der gute Conrad Russ war ein Schatzjäger, der aber leider gestorben ist. Der sich für uns geopfert hat. Und jetzt soll er nämlich zu Reyes gehen, beziehungsweise zu Reyes, der alten Polizistin, der Freundin von Lara hier. Zwar nicht die beste Freundin, aber immerhin eine Crewmitgliedin. Und die soll wohl hier auch noch irgendwas reparieren wollen. Und wir sollen ihr irgendwie Beistand leisten. Da will jemand, glaube ich, ein Auto oder so starten. Oder ein Schiff. Sie ist ja Mechanikerin. Aber bevor ich da hingehe, möchte ich nochmal hier kurz gucken. Da drin. Oi. Dankeschön für die Munition. Wir haben ja leider von der AK-47 Munition einfach zu wenig momentan. Hier können wir nochmal aufstemmen, die Tür. Und ich frag mich und wundere mich, warum hier überhaupt gutes Wetter ist. Also, der Himmel ändert sich hier auch ständig. Aber ein Buch. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Panir, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panirs grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn's zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Panir. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Erkenntnis der Wahrheit. Jona hat wahrscheinlich als erster von uns daran geglaubt, dass diese Insel verflucht ist. Ich muss einen Weg finden, sie alle von ihr wegzubringen. Oi. Wer will hier nicht weg? Verflucht, alles verflucht. Da ist Sam, glaube ich. Hey, meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gern hier. Ja, wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance, er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen's versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilf doch Jonah da drüben. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. Ein Piratenleben. Gelang sie zur Galeone. Zum Laufen bringen.
Okay, ich montiere das alles ab und bereite die Maschine für den Flaschenzug vor. Kann ich auch irgendwas tun? Steh einfach nicht im Weg rum. Glaubst du, die Dinger schießen noch? Sie müssen gereinigt werden, aber sie werden funktionieren. Hoffentlich werden wir sie nicht brauchen. Sam, sei vorsichtig. Hey, Lara ist nicht die Einzige. Scheiße! Vorsicht, Sam! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hey, schon okay. Ganz ruhig. Und fass nichts an. Und fass nichts an. Wir werden auch nichts anfassen und wir werden am besten mal zur Galeone dahin hingehen. Oh Mann, ich sehe es schon kommen. Etwas Böses wieder, wetten? Krass hier. Ich finde, das haben die so geil in Szene gesetzt, die Entwickler. Ich spüre wirklich mit dem Spiel, habe ich eigentlich nicht so oft, das kann ich auch mal sagen. Fast nie. Außer vielleicht bei Batman oder sowas. Oder bei anderen geilen Spielen. Aber sonst eigentlich fast nie. Wie ist das eigentlich bei euch? Habt ihr eigentlich so Gefühle für Spiele? Also wirklich, wo ihr so sagt, boah, das Game hat mir ultra gut gefallen. Das würde ich auch mal gerne wieder mal spielen. Und ich finde Games, die Wahnsinn. So eine... Portugiesisch. Über 100 Jahre alt. Die so eine Story haben, finde ich viel geiler. Viel, viel geiler. Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Was geht hier vor? Hast du den Rauch in den Bergen gesehen? Ja, aber das könnte alles Mögliche sein. Wenn es dunkel wird, gehen wir rein. Warte, hältst du das für eine gute Idee? Vielleicht sollten wir auf die nächste Schicht warten. Da können wir vermutlich lange warten. Irgendwas stimmt nicht, Bruder. Pack deine Sachen. Wir brechen am Abend auf. Aber nicht, wenn ich da bin. Verreckt. Jetzt. Verbrenne, mein Freund. Und du auch. Hallo? Verrecke. Okay, der Typ will's wissen. Shit, ich hab ihn wieder nicht getroffen. Jetzt aber, komm schon. Irgendwie, jetzt aber. Sehr gut. Was haben die hier gemacht überhaupt? Waren die etwa wirklich gefangen? Glaube ich nicht. Und welcher Rauch? Die sind ja hohl. Nicht mit uns. Schon gar nicht mit Lara. Okay. Da hinten ist wieder so ein Riesenschiff, ey. Jeder, der hier hinkommt, geht entweder drauf oder ist gefangen wegen diesem Fluch. Oh Mann. Ich hoffe überhaupt, dass wir hier wegkommen. Ich bin gespannt. Ich bin einfach so gespannt, wie das hier weitergehen wird. Da ist er. Ja, das gute Stück. Tada. Und eine Brücke dazu, finde ich ja gar nicht mal so schlecht. Kehren Sie mit dem Flaschenzug zu Jona zurück. Oh ja, ein Flaschenzug. Und kein Flaschenöffner. Hi. Klar bist du beschossen. Da ist ja noch einer. Seid ihr eine Familie oder was? Nein. Verdammt. Wie bin ich denn da bitte runtergefallen? Das gibt's doch nicht. Okay, das war mies.
Ich knall die mal direkt hier ab. Und da kommt schon dein Cousin raus, ne? Na? Jetzt bist du dran! Du bist dran. Wie bin ich da bitte gerade runtergefallen? Das war ja so bescheuert. Und wenn man einmal im Wasser ist, geht man auch drauf. Das heißt, man kann nicht schwimmen hier. Aber schaut euch diese Grafik an. Das sieht einfach so geil aus. Gefällt mir ultra. Richtig. Nein! Scheiße, Mann! Wieder! Es kann doch nicht so schwer sein. Nein! Gott! Alle guten Dinge sind drei. Ich denke, das werde ich mir auch irgendwann abgewöhnen müssen. Man ist einfach so, gerade bei dem Seil bin ich, glaube ich, ein bisschen zu hastig. Muss ich hier hin? Ich hoffe es. Im Wasser. Ich glaube, unsere Crew wusste gar nicht, dass da hinten Feinde sind. Wäre ja auch schon viel zu schön gewesen, wenn die das wüssten. Okay. Wir haben keine Munition mehr von der AK. Ich habe die alle aufgebraucht. Alle aufgebraucht. So, darüber kann ich wohl nicht. Das heißt, wir müssen, glaube ich, über den Strand. Also hier runter wieder. Mal schauen. Sieht ja auch echt so aus, als ob hier so ein Weltkrieg gewesen ist. Nur so Umweltkatastrophen unter anderem. Das ist schon alles richtig geil gemacht. Und da sind sie schon. Danke. Was ist? Alex müsste längst zurück sein. Hilfe! Dr. Whitman! Jonah! Hilfe! Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Faust. Stopp, stopp, stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Lara, warte. Hier, nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Er hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Tränen bringen mich nicht zurück, Mädchen. Das hätte Ross gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten über meine Eltern. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe
Und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. Ein Ende. Das wird aber schwierig, liebe Lara. Erfahrener Mörder, schalten Sie Ihre Feinde mit Finesse aus, um größere Belohnungen zu erhalten. Das ist ja mal cool. Wir können natürlich hier alles Mögliche mal wieder skillen. Aber ich mach's noch nicht. Hier, Kämpfer-Upgrades. Wie schön. Axtexperte, versetzen Sie Feinden mit Ihren Kletteraxt einen tödlichen Hieb. Ja klar. Das brauche ich. Okay. Dann können wir selbstverständlich auch noch hier bei Ausrüstung was skillen. Ihr kennt das vielleicht. Da was beim Bogen. Der Bogen sieht ja mega krass aus, oder? Der hat schon so extra Futures irgendwie. Geflochtene Sehne. Eine geflochtene Sehne, die den Schaden erhöht. Tada, mache ich auch noch direkt. Was habe ich denn noch hier? Hier ist noch was. Napalmfalme. Aufgeladene Feuerpfeile setzen beim Einschlag ein großflächiges Feuer frei. Cool! Das ist geil. Napalmpfeile. Ja, das gefällt mir. So langsam liebe ich es. Und das Skillen hier finde ich auch eigentlich ganz leicht gemacht. So, Pistole habe ich ja sowieso fast nie benutzt. Aber dazu kann ich auch natürlich mega viel noch skillen. Und ich finde, die Pistole sieht mittlerweile aus wie die Waffe von Hitman, oder? Außer jetzt, dass da keine Schalldämpfer oder so drin sind. Okay, ich glaube, das war's. Wohin gehen wir jetzt? Lara, die Endurance liegt auf der anderen Seite dieser Klippen. Wahrscheinlich kannst du den neuen Bogen auf dem Weg gut brauchen. Vielleicht über die Felsen bei dem Dock. Das könnte gut sein. Reden wir nochmal mit dem? Irgendwelche Anzeichen von den Plünderern? Nein, es ist ruhig. Wenn sie da wären, wüsste ich nicht, worauf sie warten. Wenn sie da wären. Oh ja, und was ich richtig geil finde, dass er uns einfach mal so einen Bogen aufbewahrt. Der denkt wirklich daran. Ein paar Vorteile hier in dem Spiel ist ja natürlich nicht verkehrt. Und ich glaube, dieser Dr. Whitman, glaube ich ernsthaft, dass der uns verraten will. Auch wenn er so ein weltbekannter Archäologe ist. Und Sam ist unten am Bücherlesen, glaube ich. Das, was Lara auch gerne macht. Hast du was gefunden, um dich abzulenken? Eine alte Ausgabe von Robinson Crusoe. Grausame Ironie. Naja, am Ende entkommt er von der Insel. Nehmen wir das als gutes Zeichen. Okay, und was ist mit Whitman? Dr. Whitman. Lara, ich hoffe, du verstehst mich. Oben im Palast konnte ich nichts für euch tun. Das sagten sie schon. Also, ja, ich kann jetzt nicht reden. Ich will festhalten, was ich hier sehe. So viel faszinierende Geschichte und Kultur. Oh Mann, ich glaube, der hat mehr Kulturinteresse, als dass er irgendwie hier wegkommt. Und er merkt gar nicht, wie scheiße das eigentlich hier ist. Das ist hier richtig beschissen. Sobald und was alles macht? Aufgebaut ist, können Jonah und ich die Maschine rausheben und die Reparaturen durchführen. Ja, das wäre gut. So eine Blechkiste. Das ist ja voll verrostet, Mann. Voll marode. Fällt bestimmt einfach so auseinander. Naja. Ich wollte mal noch hier kurz alles noch ein bisschen erkunden mit denen reden, ob die noch irgendwas zu sagen hatten. Oder nicht. Und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Part, wenn wir zu den Endurance gehen. Und das war erst der Anfang hier bei Tomb Raider. Wer weiß, wie es nächstes Mal weitergehen wird. Unsere Gruppe scheint sich langsam auch zu streiten. Wer oder was könnte uns hier noch verraten? Ich weiß es nicht, denn Messias, dieser Lehrer, ist auf jeden Fall auf der Suche nach Sam.